Kapitel 11. Das gleiche Ziel. Diese Worte Infernus sollten die letzten sein, welche in diesem Gespräch fallen würden. Denn anschließend wandelte sich die Finsternis um Flamme zum Inneren seines Gefängnisses, als er langsam wieder erwachte. Nachdem er sich kurz umblickte, warf er aus Reaktion einen Blick zu seinem Bruder, nachdem seine Gedanken nun sehr bei diesem hingen. Als er sich jedoch zum Bett dessen umdrehte, sah er nichts als das bloße Stroh. Mit etwas Mühe erhob sich das Vulpix und blickte zur Tür, um einen unerwarteten Anblick zu sehen. Sol stand direkt vor der Tür des Gefängnisses, doch schien mit jemandem auf der anderen Seite zu sprechen. Was hier los? Sol, was tust du? Als sich der Krieger der Tür näherte, übernahm die Stimme auf der anderen Seite die Antwort. Sie wirkte relativ leise, aber auch sehr bekannt. Flamme, bist du auch wach? Es passt und trifft sich gut. Bo, bist du das? Der einzige Echte. Aber es gibt grad's Wichtigeres, also hör zu, okay? Hör zu, ich hab's grad Sol schon mal erklärt. Wir haben nur gewartet, bis du wach warst. Also, denn es ist gerade niemand sonst in Deck und... Ich hab mich gemeldet, euren Knast zu bewachen. Das habe ich aber nicht vor, weil ich Gewaldron nicht zustimmen damit, was er hier wieder macht. Ihr beide habt nichts getan, er hat kein Recht, euch da drinnen einzusperren. Sofort auf diese Aussage folgend, öffnete sich die Tür des Hauses und ein Bojelin, welches sich panisch umblickte, wurde sichtbar. Also dann kommt raus jetzt, wo? Ich hatte nur noch gewartet bis heute, damit ich deinen Schlüssel vorher basteln kann. Du hast den Smaragdschlüssel? Wusste ich doch, dass du das packst. Lachend entgegnete der Schmied. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Keiner außer mir kennt das Rezept. Also dann hasse deinen Schlüssel, Flamme. Verwundert nahm das Vulpix einen Gegenstand entgegen. Der grüne Farbton des Forstkristalles zeigte sich noch eindeutig. Doch das war auch alles, was an diesem Gegenstand schien wie der Edelstein, welchen Flamme dem Schmied noch vor 2 Tagen übergeben hatte. Vor allem hatte er wohl zu wörtlich gedacht, da er einen tatsächlichen Schlüssel erwartet hatte. Stattdessen war es eine Art Emblem gewesen, was Bo hier kreiert hatte. Ein seltsames Symbol, geschaffen aus Smaragd, mit einer Schnur, um es um den Hals tragen zu können. Wie viel kostet der Spaß? Wieder lachte der Hermelin nur auf. Das ist ein Smaragdschlüssel, ich verlange doch nicht indirekt Geld von Terrus, wie sehe ich ihn aus? Aber wo wir beim Thema sind, sehr verdächtig sehe ich gerade aus. Jetzt wo solltet schnell gehen, bevor jemand sieht, dass ihr nicht mehr da drinne seid. Guckt vielleicht, dass ihr eurem Dorf entgegenkommt, dass ihr nicht umsonst anreise. Diese letzten Sätze waren das erste Mal gewesen, dass Flamme den Eindruck hatte, Trauer in den Augen des Schmiedes sehen zu können. Und er erinnerte sich an sein Gespräch mit Inferno. Das Feuer im Inneren hatte genau gewusst, was heute geschehen würde. Und Flamme bereits dazu gebracht, sich selber zu gestehen, dass er eigentlich nicht gehen wollte. Und doch wusste er, wenn er nun wirklich sagte, was er dachte, könnte er sich völlig mit seinem Bruder entzweien. Aber wenn das so war, dann war das eben so. Nein, ich werde nicht gehen. Zumindest nicht aus diesem Dorf. Wie bereits zu erwarten gewesen war, schien Sol völlig verständnislos. Wie bitte? Was zur Hölle meinst du? Gestern wolltest du doch die ganze Zeit raus. Warum willst du jetzt lieber hier bleiben? Wir könnten unserem Dorf und Vater so viel ersparen. Nein, wir könnten nur Vater etwas ersparen. Und zwar etwas, das ich ihm nicht ersparen will. Ich werde mit Gewaldro reden. Vater schuldet diesem Dorf ein Friedensversprechen und wir sind der einzige Weg dazu. Was ich will, ist nicht wie ein Gefangener behandelt zu werden. Kurz kehrte Stille ein, als beide der anderen Anwesenden nicht ganz zu fassen schienen, was Flamme wirklich vorhatte. Und doch war nun der Moment, in dem sich Infernus Befürchtung verifizieren konnte. Ich meine, du hast ja schon recht, irgendwie, aber... Kein Aber. Sol, bist du meiner Meinung oder nicht? Wenn ja, ich gehe jetzt zu Gewaldro. Und ich habe schon einen Plan, der garantiert, dass es keinen Kampf geben muss. Bo blieb weiterhin stumm, doch nur noch für einen kleinen Moment. Anschließend setzte er sich wieder sein breites Grinsen auf. Du bist eh mit allen Wassern gewaschen, Junge. Geht zu Gewaldro, ich halte euch den Rücken frei.
Und wenn du nicht überzeugt kriegst, ich stehe bereit, um zu helfen. Aber du packst, denn ich glaube an dich. Gerade wollte Flamme schon aufbrechen, als Sol ihn stoppte. Flamme, warte, also... Du hast recht, wir müssen das hier machen. Aber ich bleibe erst einmal zurück. Das Gespräch mit Gewaltro solltest du übernehmen. Das wäre wahrscheinlich besser. Ich gehe zunächst zurück in die Zelle. Wenn jemand nachsieht, ist es dann weniger auffällig. Okay? Inferno hatte Unrecht gehabt. Sol war nicht wie sein Vater. Und zum ersten Mal seit der ersten Begegnung mit Gewaltro merkte nun auch Flamme dies wieder. Dieses Fukano war sein Bruder und ein Krieger zudem. Ein kurzes Nicken symbolisierte jede Zustimmung, die vonnöten war. Hinter den Häusern herum schlich Flamme vorsichtig durch das Dorf, fest darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Normalerweise war sein rotes Fell keine gute Bedingung zur Tarnung. Doch nahe den Lavaströmen zeigte sich doch ein Nutzen der Unauffälligkeit. An das Haus, welches er suchte, erinnerte sich das Vulpix noch genau. Und schon bald stand er davor und trat ein. Für Höflichkeiten wie Anklopfen war definitiv keine Zeit. Kaum betrat er das Haus, erhob Gewaltro, welcher gerade an seinem Tisch saß, überrascht den Kopf. Und nach einem Sekundenbruchteil der Verarbeitung bildete sich eine Laubklinge in seiner Hand, als er aufschnellte. Flamme! Was zur Hölle machst du hier? Du solltest in deiner Zelle sein. Wie bist du herausgekommen? Flamme könnte einfach die Wahrheit sagen. Aber er hatte keine Lust, das freundlichste Pokémon dieses Dorfes einfach zu verpetzen. Außerdem konnte er die Gelegenheit nutzen, um mehr Eindruck zu schinden. Deswegen ließ er schwaches Feuer um sein Fell brennen. Terrus hat mich an diesen Ort geschickt. Denkst du, er verlässt mich hier oben? Gewaltro, du hast kein Recht, uns als Gefangene zu halten. Ob der Dorfvorsteher die Lüge abkaufte, das wusste Flamme nicht. Kampfbereit wirkte er trotz dessen. Geh wieder in die Zelle. Ich bin bereit zu kämpfen, wenn ich das muss. Aber das musst du nicht. Genau deswegen bin ich hergekommen, anstatt einfach zu gehen. Gewaltro, lass uns reden. Etwas misstrauisch senkte das Reptil die Klinge. Ließ sie jedoch nicht schwinden. Was meinst du? Worüber willst du reden? Ich bin niemand, der lange drum herum redet. Weshalb hast du uns eingesperrt, Gewaltro? Was war dein Grund? Euer Vater war der Grund. Wir brauchen ein Druckmittel, um ihn endlich dazu zu bringen, Frieden zu schwören. Na und? Die Verwirrung schien bloß zu wachsen. Wie, na und? Es war nur einmal die einzige Möglichkeit. Ich habe sogar versucht, dass ihr es so bequem habt, wie irgendwie möglich unter diesen Bedingungen. Aber anscheinend seid ihr trotzdem entkommen. Dann verrate mir, auf wessen Seite stehst du? Auf wessen Seite stehen wir? Wie ein wahrer Krieger stehen wir alle zu unseren Dörfern. Und damit stehen wir auf zwei Seiten. Falsch. Instinktiv ließ Flamme die Flammen um seinen Körper bei diesem Ausruf aufflammen. Du hast nur zu teilen recht. Wir stehen beide auf der Seite unseres Dorfes. Aber beide Dörfer wollen Frieden. Sie stehen auf derselben Seite. Wer gegen euch steht, ist kein Dorf, sondern ein Pokémon. Deswegen hättest du mit uns reden sollen, anstatt uns einzusperren. Ein einziger Satz hätte gereicht, aber nein. Wir wären freiwillig geblieben, hätten mitgespielt, um Sakit zu zwingen. Alles wäre gut für alle Beteiligten. Langsam schien Gewaltro seine Fassung zu verlieren. Nicht mehr zu verstehen, was seine Handlungen nun bewirkt hatten. Wie meinst du, ihr hättet mitgespielt? Wovon redest du, Vulpix? Ist das denn so schwer zu verstehen? Du hättest uns nicht gefangen nehmen sollen, sondern uns fragen, ob wir bleiben und nach außen in die Gefangennahme spielen. In jeder einzelnen Hinsicht wäre es besser gewesen. Zwar verstand der Dorfvorsteher den grundlegenden Gedanken, bestand jedoch immer noch darauf, nicht im Unrecht gewesen zu sein. Und woher sollte ich wissen, dass ihr euer eigenes Dorf anlügen würdet? Und deswegen bin ich nicht gegangen. Weil ich dafür Verständnis habe. Und eine Chance geben will, die Dinge nun besser zu machen. Die Laubklinge verschwand. Versteh ich das richtig? Du und Sol, ihr wollt bleiben, trotz allem.
Entschlossen nickte Flamme, auch wissend, in welcher Vorteilssituation er sich nun befand. Unter ein paar Bedingungen. Lasst hören. Erstens am offensichtlichsten. Wir werden nicht mehr behandelt wie Gefangene. Du und die Dorfbewohner lassen zu, dass Soll und ich sich frei im Dorf bewegen dürfen. Den Vulkan zu verlassen haben wir ohnehin nicht vor. Zudem, etwas eigensinniger, fordere ich trotzdem, dass wir eine Unterkunft und angemessene Verpflegung gestellt bekommen. Letztlich bleiben wir immerhin nur um euren Willen. Das ist korrekt und daher das Mindeste. Außerdem folgen wir meinem Plan, sobald die Krieger meines Dorfes auftauchen. Nun setzte sich Gewaldro hin und machte es sich bequem. Seine Anspannung schien völlig verschwunden. Kommt drauf an! Was ist der Plan? Er ist recht simpel, aber ich muss erst genaue Details kennen. Wann und wer wird hier auftauchen? Was weißt du darüber? Kurz überlegte der Dorfvorsteher. Ich würde schätzen, weil ich die Zeit, die der Bote braucht, mit einrechne. Dann erfahren sie morgen davon und werden in etwa 3 Tagen ankommen. Da sie nicht zögern und vermutlich nur eine Nacht rasten werden am Vormittag. Und darüber, wer kommt? Nun, ich habe die Botschaft speziell nach eurem Dorfvorsteher und Sakit gerichtet. Sie wären jedoch dumm, darauf einfach zu hören und ich erwarte, dass sie einige Krieger mitbringen. Vor allem, da ich keine genaue Bedingung mitgegeben habe. Warum nicht? Wissend blickte die Echse den Sohn Sakits an. Dein Vater ist gerissen. Je länger er Zeit hat, desto eher findet er eine Ausrede und ein Schlupfloch. Nur wenn er sofort schwören muss, wird der Schwur einen Wert haben. Nun gut, also bis übermorgen werden mein Bruder und ich uns schlicht in diesem Dorf aufhalten. In der anschließenden Nacht werde ich mich außerhalb des Gefängnisses aufhalten und abwarten. Soll wir dort bleiben und sich einschließen lassen, wenn die Dorfbewohner auftauchen. So kann er als Beweis unseres Wohles und als Teil des Schauspiels dienen. Ich möchte mir allerdings direkt ansehen, was dort vorfällt. Deswegen werde ich mich hinter der Felshügelkette am Dorfplatz verstecken und die Lage beobachten. Und handeln, je nachdem, was tatsächlich geschieht. Gewaldro, wie gedenkst du zu handeln, sollte Sakit sich tatsächlich weigern? Es hängt von der Reaktion vom Rest deines Dorfes ab. Ich möchte nicht kämpfen. Aber wenn sie alle sich auf seine Seite stellen, wird ein Kampf unausweichlich. Doch er wird ausweichlich, da dann meine Zeit wäre einzuschreiten und dem Dorf zu zeigen, dass Soll und ich nie in Gefahr waren. Sollte selbst dann allerdings ein Kampf entflammen, dann werden wir auf 2 Seiten stehen, Gewaldro. Das ist verständlich und respektabel. Nun, Flamme, wenn das alles war, dann akzeptiere ich deine Bedingungen frohen Herzens. Und lass mich dir eins sagen. Von seiner zurückgelehnten Position lehnte sich der hiesige Vorsteher nun nach vorne und legte den Kopf auf seiner Faust ab. Du bist ein echter Teufelskerl. Ich sehe, was Terus in dir gesehen hat. Du bist echt mit allen Wassern gewaschen. Wenn die Zukunft eures Dorfes so aussieht, dann blicke ich in eine Zukunft des Friedens zwischen einstigen Feinden. Ohne das Kompliment wirklich zu kommentieren, nickte das Vulpix bloß. Ein Frieden, den nahezu jeder möchte. Denn wozu genau sollten Leben gelassen werden, wo auch eine Freundschaft bestehen kann? Und genau da bist du anders als dein Vater. Denn du hast deine Prioritäten richtig. Ein friedliches Leben sollte das höchste Ziel jedes Pokémon sein. Ruhm und Macht stehen hinten dran. Und deswegen könnt ihr ja nie ein Dorfvorsteher sein. Fragend blickte Gewaldro sein Gegenüber an. Ich beginne zu verstehen. Manche nennen ihn den größten Krieger unseres Dorfes. Dabei ist er der schwächste Krieger von allen.